Hallo Leute, es geht endlich weiter mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Ich klinge wahrscheinlich immer noch ein bisschen krank, bin ich ja auch. Aber jedenfalls gerade gesund genug, um endlich mal weiter aufnehmen zu können. Tut mir sehr leid, dass das jetzt so ein Weilchen gedauert hat, aber so ist das halt mit dem Kranksein. Und ich hatte halt nichts mehr auf Lager, was ich hätte hochladen können. Und deswegen musstet ihr euch leider etwas gedulden. Jetzt geht's aber weiter. Ja, wir hatten hier den Maulwurf zuletzt, genau. Und der Zwerg und so. Und dann hatte ich die Brille repariert und hab mich gewundert, warum der die nicht will. Weil ich das eigentlich so verstanden hatte, dass der die Brille wieder will. Aber will er nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weg hier. Und dann werde ich mal versuchen, diesen Karren hier zu reparieren, um den Schutt da hinten wegzukriegen. Kann ich das denn einfach? Ja, kann ich. Ja, das ist ja schön. Das hat ja schon mal geklappt. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Nicht so weit. Ich gehe immer zu weit. Genau, da lang. Und kann ich das jetzt hier... Ja, hinstellen kann ich das schon mal. Und auch raufladen. Ja, das ist super. Das macht sie alles mit den Händen. Gut. Haben wir alles? Ja. Geschafft. So. Mhm. Das ist jetzt weg. Das heißt, das Wasser kommt jetzt... Nee, das Wasser kommt nicht durch, weil er ist ja noch da. Riemenrad, wo kommt das denn hin? Und Schrankgriff. Momentchen. Schrankgriff, 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 Schrankgriff. War hier abgeschlossen. Aber kann das hier... Ja, passt auch. Also bin ich schon mal richtig hier. Was habe ich denn jetzt hier? Ein Armreif habe ich jetzt. Okay. Mm-hmm. Genau. Ach so, ja, hier war das mit dem Wasser. Ja, ja, ja. Das mit dem Wasser, ja. War das hier? Ja, der Griff fehlt. Ja, super. Ja, und ich habe einen Kamm. War das nicht eine Bürste da hinten, wo die, Borsten fehlten, aber ist ja Quatsch, ne? Das mit einem Kamm dann zu versuchen, oder? Oder soll ich jetzt den Kamm zur kaputten Bürste bringen oder so? Verstehe ich gerade nicht. Gut, aber hier kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Was kann ich hier noch machen? Was will er denn noch? Willst du eine Sonnenbrille? The water wheel incident caused us delay, and thus the forge is very busy. To remedy it, we are requiring everyone to show that the water wheel incident caused us delay. The water wheel incident caused us delay. And thus the forge is very busy. Yeah. To remedy it, we are requiring everyone to show what happened here, you ask? Nein. And that's how the... Ich klicke ihn immer wieder an. Immer wieder dieselbe blöde Stelle. Was hat er denn? Hey, care to trade? I'll be willing to part with anything in my shop if you can find me a collector's bracelet. Ach, na sowas ja. Zufälligerweise habe ich sogar eins. Guck mal, jetzt können wir hier rein. Oh, und dann können wir mal wieder wimmeln. Das ist ja schön. Ein kleiner Mops ist hier auch. Hehe. So, ja. Womit fange ich denn mal an? Sehe ich irgendwo eine Sanduhr? Die sehe ich da. Dann soll ich eine Krone finden? So eine, ja, wie nennt man die nochmal? Nicht Handpuppe, so eine Ziehpuppe? Hm. Ich suche das Pferdchen. Und wo ist denn hier auch dieser Kelch? Hm. Der? Ja. Das war die Hexe. Dann suche ich auch noch Schlüssel. Und noch so ein Wikingerhelm oder sowas. Hm. Und eine Schatulle, die vielleicht... Nee, die nicht. Nee, die muss offen sein. Welche ist es denn nun? Ich glaube, sie soll offen sein, weil die wird hier so offen angezeigt. Aber die ist es nicht, die vielleicht? Ja, die.
Was ist das hier? Und wo ist das Schaukelpferdchen? Schaukelpferdchen, wo bist du? Ach, das gibt's doch nicht. Bestimmt wieder direkt vor meiner Nase. Aber wo sind auch die anderen Sachen? Da irgendwo? Ich sehe das nur nicht. Ist es wieder so getarnt? Nehmen wir mal einen Tipp ausnahmsweise. Da ist das Schaukelpferdchen. Nee, das war gar kein Schaukelpferd. Das war so ein auf Rädern so ein Pferd. Aber was sind das hier für Platten? Sagt er was? I have artifacts from all over the world. Yes, even objects made by those filthy centaurs. Toll. Guck mal hier oben, das vielleicht? Nö. Hier. Da, so Münzen oder so. Fehlt mir nur noch dieser Wikingerhelm. Ich sperre die Augen auf. Ich finde den Helm. Ich gehe schon immer so am Mikro vorbei, nur um näher an den Monitor zu gehen. Das muss ich mir echt mal abgewöhnen, weil dann werde ich für euch immer auch so ein bisschen leiser. Wo ist denn der doofe Helm? Geh mal hier so links lang. Hier ist er ja wohl nicht. Da hinten hängt er auch nicht. Auf dem Geweih hier irgendwo? Nee. Hier irgendwo? Nee. Ist der da? Hängt der hier irgendwo? Hä? Da! Ach ja, manchmal hilft es auch einfach, mit der Maus mal rumzugehen. So, ich habe jetzt eine Spieldose bekommen. Sehr schön. Wieder was gemacht, was wir noch nicht gemacht hatten. Ist denn hier jetzt noch irgendwas zu erledigen? Nö. Aber mit der Spieldose können wir doch sicherlich hier den Bären, den Maulwurf beruhigen. Aufwecken, beruhigen. Ach, wie schön. Der Arme, sein Fell hat sich im Fischernetz verhakt. Können wir das mit dem Kamm irgendwie... Ah, Maulwurfborsten. Okay. Auch und jetzt müssen wir ihn... befreien und das ist ein Rätsel. Finde ich das schön oder finde ich das auch ein bisschen eklig? Moment. Wähle die Knoten aus, um ihre Position zu tauschen. Tausche die Position so lange, bis sich keine Fäden mehr überschneiden. Gut, dann machen wir das mal. Nee, das war nicht so gut. Da. Juhu. Okay, das habe ich geschafft. Und nun? Er hat sich immer noch nicht beruhigt. Wahrscheinlich kann er ohne Brille in dem grellen Licht nicht sehen. Ach, jetzt können wir das machen. Ah. Na, jetzt beruhig dich endlich mal, armer Maulwurf. Dieser Teil ist verdorrt, er brennt sich ja gut. Guck mal, hier wieder was zu tun für dich. Oh, und er ist verletzt. Der Arme, er ist verletzt und wir haben zufällig einen Verband dabei. You are one of a kind, Lassie. I'm sure the king would love to meet you. Here, take my pass. I'll make sure you are welcome. Cool. Neue Aufgabe, verschaffe dir eine Audienz. Hilf den Zwergen. Jetzt geht der Riesen-Maulwurf weg und pennt hier in der Sonne. Ja, super. Das hat es jetzt gebracht. So, wir haben einen Passierschein und wir haben Maulwurfborsten. Ja. Das Wasser, kommt das jetzt eigentlich wieder durch? Ist das jetzt... Ach, guck, jetzt kommen die nämlich auch alle. Jetzt geht's los hier. Und nun? Hier war doch gerade eine Sequenz. Die sind jetzt alle irgendwie gekommen.
The water wheel incident caused us delay. Ja, aber ich habe das doch jetzt gemacht. Quatsch doch jetzt nicht. Komme ich hier jetzt nicht weiter? Das muss ich hier nicht. Hier fehlt der Zeiger, ne? Da kann ich aber nichts. Nee. Nee. Die sind doch alle jetzt gerade gekommen. Will jetzt keiner mehr mit mir reden? Hallo? Leute? Dann gehe ich jetzt nach oben. Vielleicht komme ich ja mit dem Passierschein jetzt weiter. Things are in order. Please remember to use proper decorum in the presence of His Royal Majesty. Hm? Toll, zum Palast der Zwerge. Auf geht's. Schön. Endlich kommen wir hier weiter. Ein Geheimgang. Was könnte hinter dieser Tür sein? Was haben wir hier? Metalldetektor. Mhm. Und? Stopfen. Ja, stopfen. Wer ist er? Greetings, Queen Sophia. How goes your travels? Please enjoy your stay. Danke, danke. Tschüss. You need not speak, human queen. I know why you've come and I know your deeds. You seek the moon's silver ore, do you not? Yep. It would be my honor to lend you the keys to the mines. However, I advise caution. The mines are cursed with centaur magic. Oha, okay. Und nu? If only my queen were alive, I'm sure she would have loved to meet you. Please, be careful. Centaur magic is foul indeed. Okay, merke ich mir. Dann tschüss. Vorschlaghammer. Aha, aha. Und was haben wir hier noch? Die Königin der Zwerge ist vor Jahren gestorben, aber die Zwerge trauen immer noch um sie. Ach ja. Wo ich das letzte Mal verdredelt hatte in diesem Rätsel, dass sie ja tot ist. Die Zwerge scheinen die Zentauren abgrundtief zu hassen. Das Bild des Zentau wurde in Fetzen gerissen. Hm. Das ist ja nicht so schön. Vielleicht können wir ja irgendwann mal Frieden machen zwischen den beiden Völkern. Das wäre schön. Und sonst ist hier nichts mehr, also... Ein Geheimgang hier mittendrin und keiner weiß, was hier hingehört. Ist ja auch komisch. Ja, nur gut. Dann... Wait! Please wait, Queen Sophia. May I have a word with you? Ja, okay. My name is Prince Jalel. I am King Biran's, but I firmly believe that the Centaurs have nothing to do with any of this mess. I suspect the answers lie in the mines. Let me accompany you. My fervent wish is to put an end to this dreadful war. Ich kann bestimmt die Sequenz nochmal machen. Wir konnten bisher die Sequenz immer nochmal machen. Okay, wir können sie nicht nochmal machen. Es tut mir leid, ich habe einen Screenshot gemacht. Bei dieser Art Sequenz darf ich das nicht machen, bei den anderen nämlich schon. Scheiße, es tut mir leid, ich wollte das so gern selber hören. Ich glaube, für mich ist es viel schlimmer noch als für euch. Glaubt mir, ich ärgere mich. Das Mondsilbererz befindet sich tief im Herzen der Minen. So, jetzt kann ich hier was einsetzen oder was. Nee. Dem Schutzschild fehlt ein Emblem. Hier auch. Ey, Junge, gib mir deine Sequenz nochmal. Normalerweise konnte man das immer machen. Blödfisch. Mann, ich bin so ein Blödfisch. Echt. Tut mir leid. Es tut mir leid. So, ja, er wollte uns irgendwas Wichtiges über die Minen erzählen, wo wir jetzt einen Schlüssel... Nee, Mondsilbererz befindet sich tief im Herzen der Minen. Gut, dann gehen wir jetzt einfach nochmal zurück. Hier ist auch das Logo auf der Kiste gewesen, sehe ich gerade. Gut, gut, gut. Ja, das war nur kurz und so wichtig war das auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Bitte geht jetzt nicht in ein anderes Let's Play. Wegen meiner Dummheit. Here we are. Ah, some ich drück nichts. Unfortunate mining accidents happened here some weeks ago and mining operations were ceased. I'll get to the bottom of this. Okay. Neue Aufgabe. Gelang in das Innerste der Minen. Es ist nur noch ein bisschen von dem Staub übrig. Ich brauche noch eine dieser Fiolen. Hm.
Hab ich nicht. Den kam genau. Aber könnte ich die Maulwurfbrüsten als. Ja, kann ich. Okay, jetzt habe ich wieder eine neue, einen neuen Pinsel. Ach, das soll ein Pinsel sein. Ich dachte, das war eine Bürste oder so. Gut. Was kann ich mir denn jetzt mal basteln, um den Schutt hier wegzukriegen und überhaupt? So. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Nichts davon. Doch, vielleicht die Achse? Nein. Wo habe ich eigentlich auf einmal die Achse her? So. Hier brauche ich einen speziell geformten Schlüssel, der zufällig der ist, tief ins Innere der Minen. Jetzt sind wir hier drinne. Auf der linken Seite fehlt die Abdeckung. Was ist das? Rote Lösung. Die Räder sind alle da und intakt, aber eine Achse fehlt. So, der Loreneinsatz und ein Griff fehlen. Ein Griff. Tada. Sowas habe ich aber nicht, ne? Was die noch brauchen. Nee, ich weiß nämlich nicht, was das ist, aber ich glaube nicht, dass ich das habe. Nee. Der Lehm ist getrocknet, ich muss ihn abschrubben. Und was haben wir hier noch? Zwergenplakette. Ja, aber das hilft mir jetzt auch nicht, ne? Nee. Was ist denn ein Loreneinsatz? Ich kenne mich ja damit nicht aus. Hier ist wieder so ein Boni. Die Schienen sind blockiert. Ich könnte den Weg mit den Kanonen freischießen. Hier haben wir diese leere Fiole. Also sieht aus wie die Kanone, die ich vorhin gesehen habe. Ich brauche Schießpulver und etwas, um das Loch am hinteren Ende zu verschließen. Den Stopfen. Aber muss ich nicht erstmal... Nee, das Schießpulver macht man nach vorne rein, ne? Okay. Dann habe ich... wo war das jetzt hier mit dir? Mit der... Hier. Geht nicht. Brauche noch eine dieser Fiolen. Hier ist sie doch. Ach, die soll ich ja unten reinstellen, ne? Ja, okay. So. Jetzt habe ich den letzten Rest. Und das kann ich jetzt vorne rein stopfen. Ja. Okay. Boom. Propeller. Jetzt habe ich einen Propeller. Oh nein, hier komme ich nicht weiter. Ich brauche Metall, um die Schienen zu reparieren. Ach, das kann sie mal eben, ja? Das ist klar. Nee, ist klar. Kein Problem. Kann ich den Propeller hier? Nee. Tja, ich, muss ich mit dem Metalldetektor Metall jetzt finden, oder? Ah! Okay. Hammer, 7 Metallschienen und 10 Metallbolzen. Dann legen wir mal los. Gut, dass die hier schon so angezeigt werden. Rot. Das erleichtert das natürlich ungemein. Na, was fehlt noch? Alles gefunden. Juhu! So, jetzt kann ich die Schienen reparieren, wie es aussieht. Ach, immer schön, wenn dieses Nö-Nö-Nö-Nö kommt, was einen so an die alten Awakening-Teile erinnert. Aber ich muss das Ganze mit dem Rest der Schienen verbinden. Mache ich das mit dem Vorschlaghammer? Oder wie? Kann ich das einfach anheizen? Kann ich. Ah, okay. Also erstmal ein bisschen verflüssigen. Und dann repariert. Aber weiter kann ich ja trotzdem irgendwie noch nicht.
Wie komme ich jetzt an die letzten Stücke? Und warum macht sie das nicht einfach mit dem Vorschlaghammer? Das Ding da oben rausholen. Sophia, wo ist dein Problem? Nee, Eule, dann musst du mir mal sagen, was ich machen soll. Was? Ich soll hier jetzt weitermachen, aber wie denn? Ach, ich könnte mit der Pinsel bestimmt das hier, ne? Sauber putzen. Stimmt. Schmierflüssigkeit. Nee. Das möchte es nicht sein. Ist hier noch irgendwas? Kann ich die hier rein? Nein. Da fehlt die Abdeckung. Die Abdeckung ist aber nicht dieses Zwergendings hier, oder? Die Zwergenplakette? Nee. Und wenn wir das hier so einschmieren? Aha. Ach, plötzlich geht das. Super. Gut, dann habe ich, was habe ich hier jetzt? Abgeschlossen. Der Schlüssel muss diese Form haben. Haben wir zufällig. Und dann haben wir auch die Plakette. Und was stand da jetzt drin in dem Buch? Das hätte ich ja eigentlich gerne gewusst. Na gut. Dann egal. So, dann würde ich sagen, dieses Rätsel, was auch immer das hier ist, machen wir dann im nächsten Part von Awakening. Vielen Dank fürs Reinschauen und genau, das haben wir jetzt repariert. Jetzt weiß ich auch, was das ist. So soll das am Ende aussehen. Okay. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter und wie gesagt, sorry nochmal fürs Sequenz überspringen. Ich hüte mich weiterhin davor, F7 zu drücken. Also, tschüssi!